Bitte nichts mit Wasser. Nee, das war nur Höhle, ne? Sah im ersten Moment so aus, als wenn auch Wasser drin wäre, aber es waren, glaube ich, nur Höhlenabschnitte. Okay, alles klar. Und ich sehe. Oh Gott. Wir sollten erstmal mit unseren gelben Pikmin agieren. Nur mit den gelben. Und hier oben schon mal die beiden Elektrokäfer rausnehmen. Ich glaube, einer alleine kann sogar nicht mal was machen, ne? Die greifen immer nur im Verbund an. Sprich, das lässt sich aushalten. Zumal sie gegen die Gelben eben nichts machen können. Dann entfernen wir hier mal die nächste Elektrogefahr. Oh, was willst du denn? Kann er die entführen? Ja, macht er wohl auch, obwohl. Moment, der kommt da nicht weiter. Das hat er jetzt auch gemerkt. Und hat deshalb die Pikmin einfach in den Boden geschmissen. Ja, also eigentlich hat er sich gerade selber geopfert. Hätte er mich nicht angegriffen, dann wäre er noch am Leben. Und man muss auch sagen, da drüben scheint ja noch einer zu sein. Wenn die gemeinsam agiert hätten, dann hätte ich viel größere Probleme bekommen. Also sein Vorstoßen war eigentlich idiotisch, muss man wirklich sagen. Wie viele von diesen Elektrokäfern sind denn hier eigentlich noch? Am Ende kann ich den ganzen Sublevel nur mit gelben Pikmin machen. Ich sollte sie nur besser werfen. Genau, dann kriegen wir auch alle down. Okay, ich würde mal sagen, abtransportieren ist keine schlechte Idee. Dann kann ich auch mal hier die zwei entführten Pikmin wieder aus dem Boden zupfen. Oh, wobei, jetzt kommt der Typ. Aufgepasst. Der Blaue ist ja immer dabei, um die Anführer zu entführen. Sprich, Olimar und Louis, da habe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Und da ist auch noch ein gelber Käfer, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir den besiegen. Warte mal, machen wir hier ganz, ganz klug. Wir lassen Louis stehen und nehmen ansonsten alles, was wir haben. Komm mal her. Oh, aber nicht so schnell. Wobei, er hat mich verfehlt, er hat mich verfehlt, er hat mich immer noch verfehlt. Bringt ihn zum Absturz. Ja, nein! Warum? Er konnte sich irgendwie von den Pikmin loslösen und zieht sich jetzt zurück. Ja, das ist so. Wir müssen ihn herlocken. Es sind sogar zwei. Ach du Scheiße. Und dazwischen jede Menge Elektrokäfer. Also. Nee, nee, wir müssen vorsichtig bleiben. Komm schon runter jetzt. Habt ihr ihn? Jetzt habt ihr ihn. Gruppenangriff. Ja, top. So. Jetzt ist es nur noch einer. Und ich weiß immer noch nicht, ob diese Punktkäfer-Pikmin irgendwas auf dem Kasten haben oder nicht. Aber ich lasse ihn mal stehen. Ich lasse ihn mal lieber stehen und kümmere mich stattdessen um die restlichen Elektrokäfer. Ja, ich habe extra innegehalten, weil ich mir schon dachte, der kommt. Ja, man will ja ready sein und seine Pikmin auch nicht unbeaufsichtigt lassen. Es ist zwar keine offensichtliche Gefahr hier zu sehen, aber wer weiß. Kann ja immer noch zu jeder Zeit was vom Himmel fallen. Ach komm, also hier ist aber wirklich etwas übertrieben mit den Gegnern, oder? Vor allem, ich kann ja gar nicht anders. Ich muss ja alleine mit den gelben Pikmin vorstoßen. Weil wenn ich das nicht tue, dann bricht die Panik aus und die werden entweder in die Elektrokäfer oder gleich hier in den Strom gelotst. Ne? Und dann sind die down. Dann sind die down. Deswegen würde ich sagen, bevor wir den letzten Käfer besiegen, machen wir das mal aus. So, und wenn er alleine ist, dann kann er, glaube ich, auch nicht mehr viel tun. Wir können also den Rest holen. Louis, pack dir die Truppe, die hier noch am Chillen ist, und attacke!
spreche Olimar, der hier dreist angegriffen wird. Habt ihr gesehen, wie der Punktkäfer Pikmin sich festgebissen hat? Schon irgendwie cute. Hör auf damit! Oh, es reicht sogar ein einziger Treffer mit einem Punktkäfer-Pikmin und die Dinger fallen runter. Das ist ja großartig. Okay, Attacke geglückt. Und die tapferen gelben Pikmin schlagen immer noch auf den Käfer ein, aber der hat ja nur auf der Rückseite eine Schwachstelle. Also könnt ihr euch das eigentlich auch gleich wieder sparen. Ihr müsst zwingend geworfen werden, anders geht's nicht. So, aber jetzt können, glaube ich, auch die anderen angreifen. Ja, schon gar nicht mehr nötig, er ist besiegt. Okay, dann geht's ans Leichen und Schätze abtransportieren. Wir haben hier nochmal eine Murmel und... Was ist das? Ein Ventil? Ach, ein Weihnachtsstern. Naja, okay. Sehr passend, weil wir haben ja schon eigentlich das ganze Gebiet über. Wir haben mal wieder ein paar weihnachtliche Gegenstände gefunden. Warum hat sich die Musik jetzt eigentlich so geändert? Ist das vielleicht so, schon so ein kleines Vorzeichen dafür, dass wir alles gefunden haben? Aber ich meine, beim Raumschiff war noch ein Weg in die andere Richtung. Ich gucke mir das auf jeden Fall alles mal an. Freue mich aber jetzt erstmal über diesen tollen Weihnachtsstern hier. Verlorene Unschuld. Okay. Na, wie lange habt ihr eure schon nicht mehr? Spaß. Spaß. Aber das kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen. So, aber warum gibt es jetzt hier nochmal eine Murmel? Ich meine, von denen haben wir doch wirklich genug. Aber wir haben noch keine Orangene. Also zumindest bei den Farben ist Abwechslung geboten. Und ja, wir sind schon durch mit diesem Sublevel. Sehr, sehr gut. Dann bringen wir noch hier die zwei Leichen ins Ziel und verdünnisieren uns. Oh, wir sollten aber nicht vergessen, die beiden Pikmin da aus dem Erdboden zu ziehen, weil ich bin mir nicht sicher, aber wenn die im Boden stecken, dann kommen die vielleicht nicht auf den nächsten Sublevel mit. Könnt ihr ja vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, wie das so ist. Wir wollen ja niemanden vergessen, nachdem der große Punktkäfer dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr so viele blaue Pikmin am Start haben. Und ich brauche jetzt langsam mal eine blaue Blume, weil es kommt auf jeden Fall noch irgendwann ein Wasserabschnitt und dann schaue ich halt blöd aus der Wäsche, ne? Was ist denn hier los? Ist das wieder so ein Chillraum? Weil die Schmetter... Ja, geil! Wir haben Glück. Blaue Blumen und eine Lilane. Aber eigentlich bin ich voll assi. Ich kill nämlich diese wunderschönen Schmetterlinge. Und das nur, um an den Nektar zu kommen. Das ist schon sehr frech. Okay, bevor wir den Nektar komplett aufbrauchen, sollten wir schauen, dass wir wieder an blaue Pikmin rankommen. Ich glaube, der Elektro-Teil des Dungeons ist jetzt erstmal vorbei. Zumindest hoffe ich das. Daher werde ich die gelben in blaue umwandeln. Genau. Du sollst sie nicht werfen, du sollst sie rausziehen. Danke, Louis. So, und jetzt einmal alle geballt bitte hier dran schlürfen. Und Blüten entwickeln. Oh. Oh, die kenne ich. Die kenne ich aus Pikmin 3. Ich weiß nicht mehr, was die machen, aber diese Gegner kenne ich. Okay. Wandeln wir als nächstes rote um. Und zwar eine lila Pikmin. Oh, ich merke auch gerade, die ganzen Schmetterlinge sind weg. Ich wollte die eigentlich für später aufsparen. Jetzt sind sie alle weg. Hätte ich die echt direkt killen müssen? Verschwinden die nach einer Zeit? Das wusste ich nicht.
Das wusste ich nicht. Dann haben wir hiermit leider eine Chance, Pikmin auf die Blütenstufe zu bringen, ausgelassen. Naja, man kann aber nicht alles haben, ne? Seien wir lieber zufrieden, dass wir die blaue Blume bekommen haben. Denn das steigert jetzt wieder um einiges die Chance, alle Schätze zu erhalten. Und das ist am Ende des Tages das Wichtigste. So, und ich glaube, gegen diese Gegner werden wir die lila Pikmin benötigen. Ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die mit ihrem Aufprall gut dafür sorgen können, dass die gar nicht viel, oh, gar nicht viel Stress machen können. Okay, die reichen aber nicht aus. Scheiße. Oh, jetzt ist er gestunt. Jetzt ist er gestunt. Und wie es aussieht, haut er die Pikmin auch erstmal in den Boden. Oder sogar nur in den Boden? Ich weiß es nicht. Wobei, nee. Dann wäre das ja kein wirklicher Gegner, sondern einfach nur ein Troll. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich kenne die aus Pikmin 3 oder war es 1? Auch das kann ich euch nicht mehr mit Sicherheit sagen, aber ich kenne diese Gegner. Hä? Okay, das kommt unerwartet. Untersuchung läuft. Wie eigenartig, dieses atypische Metallobjekt war im Inneren dieser bizarren Kreatur. Es scheint eine gigantische Metallhand darzustellen. Vielleicht handelt es sich um ein antikes Kunstwerk. Ist das ein Schatz oder ist das eine Ability? Weil ein Schatz wurde halt bislang nie so wirklich analytisch vorgestellt. Ich mache mir gerade Gedanken wegen der blauen Spinnen. Aber die können, denke ich, auch nur Wasser abfeuern. Und Wasser sorgt ja für Verwirrung, ja nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht übervorsichtig vorgehen. Ich denke, da reicht's, wenn wir weiter mit unseren lila Pikmin und der Kraft der anderen Pikmin angreifen. Ja, erst recht, wenn wir den Stun erzielen. Oh, shit. Also, ich behandle diesen Gegner hier nach wie vor sehr vorsichtig, ja. Aber es sieht so aus, als könnte er tatsächlich meine Pikmin nur in den Boden hauen. Dabei verlieren sie ja noch nicht mal ihre Blumen. Also, was ist denn das bitte für ein Dulli? Der ist halt richtig ungefährlich. Klar, wenn man in eine blöde Situation gerät mit den Spinnen, dann kann auch das sehr gefährlich werden. Aber wie wir sehen, sind die Spinnen übelst passiv. Fast schon ein bisschen lost. Hey! Bleib doch stehen! Oh oh. Genau das hätte eben nicht passieren dürfen, aber der Stun ist da und somit auch die Gefahr gebannt. Puh. Also ja, diese Spinnen sind mehr als passiv. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Aber ich bin der Letzte, der sich beschwert. So, vor allem sollten wir jetzt mal gucken, dass wir diesen Arm ins Ziel bringen, weil vielleicht gibt mir das ja mehr Angriffskraft oder sowas. Kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen und wenn, dann nur für die Captains und somit ist es irrelevant. Aber muss ja einen Grund haben, warum die Faust hier gerade so im Spotlight vorgestellt wurde, weißt du? So, die Opfer aus dem Boden ziehen. Und dann die Daumen drücken, dass wir da drüben nochmal Nektar haben. Dann können wir nämlich doch noch alle Pikmin zu Blumen-Pikmin verwandeln und uns für die nachfolgenden Räume wappnen. Ja, sieht gut aus. Ist das jetzt wirklich was Besonderes? Ich frag mich auch gerade, ist das ein Easter Egg vielleicht an Metroid? Nee, ne? Schlägerfaust. Dieses Objekt scheint eine Replik einer humanoiden Faust zu sein. Ein Handschuh, ähnlich dem, den ich vor einiger Zeit im Frachtraum hatte. Und hier ist dieser Handschuh wieder. Gerade habe ich den vermissten Raketenhieb in meinem Frachtraum gefunden. Drücke dreimal A, um ihn abzufeuern. 1, 2, Bautz. Also doch ein Angriff? Raketenhieb. Ist aber ein Move für Olimar und Louis, ne?
Dreimal A. Kann man das so häufig machen, wie man will? Aber die müssen allein sein, ne? 1, 2, 3. Guckt euch das an, die Schelle. Okay. Es sieht jetzt nicht sonderlich stark aus. Aber wer weiß, vielleicht trügt der Schein. Hätte ich gebrauchen können gegen den großen schwarzen Punktkäfer an der Oberfläche, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir den ja schon längst besiegt. Aber hey, mal abwarten. Vielleicht kommt ja noch ein Boss, der mit den Captains besiegt werden muss. Das wäre doch mal was. Das wäre so ein richtiger Mindfuck, oder? Wir werden sehen, was das Spiel noch so bereithält. Auch die Roboterspinne war jetzt nichts, womit ich gerechnet habe. Sublevel 6. Also jetzt muss ja langsam das Wasser dazukommen. Weil ich glaube kaum, dass das jetzt nur an diese Spinnen gebunden war. Aber wir haben ja zum Glück ein paar blaue Pikmin. Aber die sterben halt immer zuerst, deshalb, ja, okay, da ist Wasser. Und Feuer. Und Zielsuchraupen. Also gehen wir erstmal alleine voran. Ohne Pikmin. Und spielen sie gegeneinander aus. Oh, guck mal. Da sind sogar neue Punktkäfer-Pikmin. Hallo, kannst du auch mal treffen? Wirklich viel Schaden hat der Angriff nicht gemacht. Ich habe ihn gerade ausprobiert. Zack, 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 zack. Also, ja. Man könnte mit viel Geduld so einen Gegner besiegen, aber wirklich was bringen tut's halt nicht. Bam, da geht er down und... Nein! Die kleinen Pikmin auch! Shit. Ich dachte, die könnten nicht besiegt werden. Warum auch immer. Also es sah für mich bislang halt so aus, als hätten die... Unbesiegbarkeitsframes. Ja. Der nächste große, dumme Fehler. Und wow, wie viele von diesen Raupendingern sind denn da? Also die musst du ja fast schon gegeneinander ausspielen, wenn du nicht völlig zerstört werden willst. Aber erstmal das Kleinvieh. Schöner Headshot. Nochmal, wenn ich bitten darf. Er versucht sie zu verstecken, aber... Doppelte Trefferchance. Da bist du machtlos. Und nun ihr zwei gegeneinander, komm. Oh, das wird nichts. Ja. So wird das leider nichts. Der ist sogar richtig aggro gerade. Ja, besieg dich selber. Besieg dich selber. Gut gemacht. Und damit ist der erste down. Den Stein versuche ich mal hier rüber zu nehmen. Ah, aber der geht an dem Feuerhasard kaputt, glaube ich. Okay, 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 okay. Dann lassen wir dich ebenfalls selbst besiegen. Ich glaube, das wird das Chilligste sein. Weil die Kugeln auch extrem blöd rollen gerade. Na gut, mach erstmal das Kleinvieh down. Danke. Und jetzt... Einmal im Kreis. Oder eher im Halbkreis. Gönn dir. Friss deinen eigenen Dreck. Ach, komm schon. Muss doch gehen. Zumindest ein bisschen Schaden. Ja, okay, okay, okay. Wunderbar. Dann können wir jetzt aber auch nur mit den blauen Pikmin voran. Und das sind halt echt nicht viele, ne? Das sind halt... Es sind halt trotzdem nur 7. Oh, oh, und ich renne ins Feuer, bin ich dumm. Okay, ich konnte nochmal für Deeskalation sorgen, aber soweit ich weiß, bleibt der Schaden gespeichert. Wenn da jetzt noch ein bisschen was passiert, gehen die down.
Wie soll, aber kurze Frage, wie soll ich denn mit so wenig Pikmin die Raupe besiegen? Und ich muss sie besiegen, um an den Schatz ranzukommen. Hier geht's weiter. Ah, da oben ist auch noch ein Schatz. Aber bringt mir ja nichts. Der muss erstmal besiegt werden. Ja, klasse. Dann habe ich vielleicht den falschen leben gelassen. Ich glaube, den kann man auch nicht rauslocken. Wobei, der Platz reicht aus. Der Platz reicht aus, damit er sich selbst trifft. Ich dachte, das wäre hier zu eng, aber eigentlich... Ah, eigentlich geht das klar. Na gut. Dann habe ich nichts gesagt. Und ihr, schnappt euch mal hier diese Schachfigur. Oh nein. Wir brauchen 10 Pikmin dafür. Ja, und jetzt? Ich wusste, dass ich das rächen würde, dass wir keine blauen Pikmin mehr haben. Kann ich vielleicht doch irgendwie mit den anderen hier voranpreschen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, mit gezielten Würfen, ne? Aber wenn ich die da rüber schmeiße, dann werden sie safe versuchen, den Kadaver abzutransportieren, obwohl sie das nicht sollen. Moment mal. Da fällt mir gerade ein, der Käfer ist doch mit denen hier durchs Wasser gelaufen. Heißt das, die können durchs Wasser laufen, ohne zu sterben? Ah, okay. Ey, das ist mir gerade so spontan eingefallen, Mann. Weil wenn der das kann, warum sollten meine das nicht können? Alles klar. Ja gut, dadurch wirkt es jetzt aber auch nochmal ein bisschen härter, dass wir die besiegt haben, die Kleinen. Aber gut, wir haben ja noch ein paar aus den anderen Sub-Leveln übrig. So, wo ist der andere Schatz? Da im Wasser, ne? Genau, da müssen wir jetzt aber wirklich warten, bis die fertig sind mit abtransportieren. Die anderen Pikmin kommen hier auf jeden Fall nicht weiter. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen Pech mit der Generation des Sublevels. Es ist ja immer zufallsgeneriert. Kann sein, dass in einer anderen Version ein bisschen mehr Land am Start ist und man mit den anderen Pikmin ein bisschen was machen kann. Aber hier haben wir wirklich Worst Case gerade. Aber ganz ehrlich, scheiß auf die Kadaver. Hauptsache, wir kriegen die Schätze. Ba-ba-da-ba. Wertlose Statue. Naja, ich sag mal so, ihr habt schon viel wertlosere Dinge abtransportiert. Muss man halt wirklich sagen. Dagegen geht das sogar noch klar. Okay, jetzt Daumen drücken, dass wir hier nicht irgendwo noch einen vergrabenen Schatz haben, weil dann, boah. Dann wird's ganz eng. Wüsst du nicht, wie ich das machen soll? Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ja. Ich denke, ich kann hier beruhigt warten, bis die Pikmin ihre Arbeit getan haben. Mich ein bisschen schlafen legen. Oh nein, ich Idiot. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das war ja C gedrückt halten. Was drücke ich? 1. Also somit ein Versteinerungsspray verschwendet. Yo. Grandios. Unbezahlbare Statue. Wie bitte? Die andere ist wertlos und die ist unbezahlbar? Okay, der hatte so eine Marmorierung, ne? Vielleicht deshalb. Verstehe ich schon. Die macht einen wertvolleren Eindruck. Ja, ja, doch. Kann ich nachvollziehen. Alright. Sublevel 7. Die einzelnen Sublevel dauern in dieser Höhle irgendwie deutlich länger als in den anderen Dungeons. Aber vielleicht ist das ja schon der letzte Level. So als Ausgleich. Nein. Und es kommen wieder jede Menge große Punktkäfer. Juhu.
Dann, wie immer, zuerst die Kleinen. Oh, shit. Was ist das? Ein Felsen? Als ob. Also, ich meine, ich konnte ihm noch ausweichen, aber... Wenn das mitten im Kampf passiert... Und das tut es natürlich... Kann das böse enden? Na, dann kann das wirklich böse enden. Meine Punktkäfer-Pikmin machen jetzt einen auf 31er. Greifen an. Finde ich gut. Okay, da ist noch ein Felsen, aber der ist weit weg von dem Gegner und meinen Pikmin. Bleiben wir entspannt. Ich finde, die Felsen sind weniger gefährlich als die Bomben. So. Alle down. Könnte gut sein, dass beim Schatz jetzt noch was runterkracht. Nein? Okay, dann abtransportieren. Was ist denn das überhaupt? Ist das auch eine Kristallkugel? Sieht so aus. Im ersten Moment habe ich aber auch an eine Boje oder eine Mine gedacht. Das wär's, oder? Du denkst, es ist ein Schatz und in Wahrheit ist es eine Mine. Uff. Ganz, ganz belastend. Nee, nee, das ist schon eine weitere Christbaumkugel oder eher ein Christbäumchen-Glöckchen, wie auch immer man das Ding nennt. Ehepartner-Alarm. Okay, wie sieht das denn aus? Wenn du gerade mit deiner Affäre am Anbandeln bist, dann bringst du so eine Glocke an die Haustür an und wenn du sie läuten hörst, dann weißt du, dass der Ehepartner kommt oder was. Clever, clever. Was bist du denn? Das ist ein goldener Käfer. Ich glaube, die sind ungefährlich. Die droppen immer nur so ein paar Sachen, ne? Aber sonst machen die nichts. Also ganz anders als der Giftkäfer von vorhin. Ja, ja, genau. Das sind Ehrenmänner. Die tun nichts. Der tut nichts. Der will nur spielen. Ist halt so. Okay, wunderbar. Wer mag? Könnt ihr euch gönnen? Ah, wobei, ich habe schon wieder die Blume vergessen, ey. Mann! Ich muss den Nektar doch sparen. Was bin ich für ein Depp? Naja, gut. Egal. Jetzt bitte ihn stunnen. Nein, stunnen sollst du ihn doch. Oder gleich töten. Ja, es ist glaube ich, nur einer gestorben. Ein weißes Pikmin. Es hat sich geopfert. Und ihn vergiftet. Also, ehrenvolle Aktion. Oh, nein. Nicht noch mehr von diesen Felsen. Ja, hier wird ja richtig übertrieben. Daher bewegen wir uns mal ganz vorsichtig fort. Wecken ihn aber auch auf. Shit. Ich glaube, der kann aber auch wieder einpennen. So ist es nicht. Habe ich recht? Der geht wieder pennen, ne? Komm. Es ist zu spät. Gönn dir deine Ruhe. Oh oh. Nein, nicht die Lieder. Oh, Stun! 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 Auf Luck! Was ein Riesen... Oh, wobei... Ah, doch. Er hat sich ein paar genehmigt. Ja, ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass der Stunt glückt, muss ich sagen. Da war ich etwas überrascht. Aber wenn die gerade wirklich nur weiße Pikmin fressen, dann ist es ja okay. Wir können da hinten sowieso wieder welche bekommen und die sind ja doch ganz sinnvoll investiert hier. Der pennt jetzt aber nicht mehr so tief wie vorher. Wie machen wir es denn jetzt? Welche Pikmin schmeißen wir in die weiße Blume? Gelbe, ne? Doch, ich würde sagen gelbe. Also ich glaube nicht, dass noch was mit Elektrizität kommt. Wenn doch, habe ich halt verkackt. Ich probiere es so zu überstehen. Okay.
Nektar werde ich, denke ich, keinen mehr finden. Also das habe ich jetzt nicht so klug geplant. Aber das kriegen wir schon gebacken. Jetzt noch irgendwie an dem Punktkäfer vorbei. Und den Schatz entdecken. Aber ich glaube, er hat ihn. Ja, ja. Der wird ihn in sich tragen. Er flugt. Lila Pikmin. Der nächste Stun, bitte. Ja, okay. Dann kriegen wir den auf ganz entspannt down. Und? Hat er den Schatz? Nein? Aber der muss hier irgendwo sein. Ist er vergraben? Hä? Wo ist denn der? Bin ich der Einzige, der es nicht kapiert? Hier hinten drin im Buch. Ah, okay. Tatsächlich. Gefunden! Was ist das denn? Eine Frisbee? Also ich würde sagen, eine Frisbee. Nee, Quatsch, ein Jojo. Im ersten Moment sah es aus wie eine Frisbee, aber jetzt mit der Schnur. Ein Jojo. Schöner Klassiker. Weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch kennt. Aber macht schon durchaus Spaß und ist entspannend. Ist so der Vorgänger des Fidget Spinners. So mehr oder weniger. Flammenfräse. Ja, wenn wir damit noch burnen könnten, das wäre schön, ne? So ein Flammenwerfer wäre ein Pikmin echt nicht verkehrt. Gut, der Sublevel ging ja sogar noch. Auch wenn wir hier ein paar Pikmin verloren haben. Fand, das war in Ordnung. Weiter geht es. Ich hab's ja gesagt, das wird irgendwann passieren. Natürlich wollte ich den Dungeon nicht verlassen. Oh nein. Ich spiele alles nochmal genauso, wie es gerade eben war. Und dann geht's weiter, okay? Ja, ich weiß. Zwei brutale Lost-Aktionen in einem Part. Aber seien wir doch mal ehrlich, diese Geysire mitten im Dungeon sind doch auch völlig unnötig, oder? Warum macht man das denn nicht so, dass man einfach zu seinem Raumschiff zurückgehen kann, wenn man keinen Bock mehr hat? Das ist doch total verwirrend. Im Eifer des Gefechts guckst du doch nicht, ob das jetzt ein Loch ist, was dich nach oben schießt, oder eins... Oh, okay. Oder eins, was dich eine Stufe weiter runterbringt. Bin ich da der Einzige, der Probleme hat? Egal. Letzter Level. Also, was war das? Was war das? Diese Dummheit ist mir also kurz vor Ende jetzt noch passiert. Egal, war nicht so schlimm. Man muss ja zum Glück nur den aktuellen Sublevel nochmal spielen. Was sind das für Viecher? Schnecken? Ich glaube schon, weil die hinterlassen so einen ekligen Schleim, ey. Hey! Bist du bescheuert oder was? Was zur Hölle? Die sind ja mal mega gefräst. Ich habe schon zweimal eine Pippe gekillt. Obwohl die doch eigentlich gar nichts drauf haben. Ja, aber ich habe auch keine andere Wahl. Ich muss mich jetzt hier durchbomben. Am besten mit den Lila Pikmin. Weil die kommen von allen Seiten, Alter. Kriegst wahrscheinlich gleich mit so einem riesigen von denen zu tun, weil... Ist ja der Bossraum. Wo ist der? Da. Hä? Scheißt der die aus? Kann ja wohl nur ein Scherz. Hör auf, meine Pikmin zu fressen! Ja, Moment mal. Das ist doch diese Fürste Knollenauge. Oh nein, scheiße. Das heißt... Ja, genau das heißt es. Ich finde die kacke. Weil bei der brauchst du Glück.
Das hatten wir am Anfang des LPs. Da hat sie immer die falsche Seite gewählt, um meine Pikmin zu zerrollen. Aber jetzt sieht's anders aus. Einfach mal die Hälfte ist schon weg. Ich glaube, ich spinne. Ich habe auch keine Zeit, meine Pikmin zurückzurufen. Kommt her! Okay, okay. Diese Runde ein bisschen mehr Glück gehabt, aber trotzdem sind einige gestorben. Was ist das? Hä? Okay, Attacke. Einfach Attacke. Attacke, Attacke, Attacke. Jetzt haben wir eh schon reingeschissen. Jetzt haben wir eh schon brutal reingeschissen. Kommt her. Kommt her, kommt her. Siehst du, das meine ich. Ich kann doch gar nichts machen. Ich kann nichts machen. Wenn sie nach rechts rollt und meine Pikmin da rechts liegen, kann ich nichts machen. Die sterben einfach. Ja, 14. Okay, jetzt haben wir eh verkackt. Den Schatz kann ich nie... Okay. Ein Wieder-Pikmin lebt noch. Warum tötet sie? Tötet sie? Das gibt's doch nicht. Wie broken ist denn der Shit? Richtig unverhältnismäßig, was hier passiert. Oh, hör auf, die Dinger da rauszukacken. Die sind overpowered. Nein! Nicht! Hat er noch... Ja. Jetzt hat er auch noch einen gefressen. Ja, geil. Wir haben noch 13 übrig. Was ist das hier? Das war Massenmord. Diese kleinen Babys waren ja immer mega gefräßig. Überlastung der olfaktorischen Sensoren. Die Daten erreichen das äußerste Gestanklimit. Der Gestank muss von diesem Objekt ausgehen. Ist das ein Babyschuh? Also passend wird's, ja? Okay, und dank des lila Pikmin können wir das auch noch abtransportieren. Ich guck mal, ob wir den Kopf auch noch irgendwie mitnehmen können. Ja, 20. Muss ich, wenn dann, zweimal abtransportieren lassen. Werde ich ja wahrscheinlich auch machen. So. Das heißt eigentlich, meine Pikmin sind neben der Walze des Bosses am Furzgestank gestorben? Ernsthaft? Abstoßender Fortsatz. Dieses Objekt verfügt über Luftpolster unter seiner Oberfläche. Es eignet sich hervorragend für die Stiefel, die ich gerade anfertige. Bearbeitung abgeschlossen. Nanoverarbeitung der Flingstiefel durchgeführt. Durch zirkulierende Luft unter den Sohlen wird der Luftwiderstand aufgehoben. Geox. Sie können sich schneller bewegen und sie werden durch die nasalen Attacken des Rüssel-Aiolis nicht mehr fortgeweht. Lecker, Aioli. Nein, Spaß. Ich kann mich schneller bewegen? Warum das denn? Also, irgendwie sind die meisten Upgrades in diesem Spiel absolut useless. Ich meine, ja, toll. Dann können sich halt Oliver und Louis ein bisschen schneller fortbewegen. Das bringt mir doch auch nichts, wenn die Pikmin arsch langsam sind. Naja, gut. Nun, ich war nie ein großer Fan von Fürzen. Das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Was ein weirdes Erlebnis mal wieder. Und leider bleiben die Punktkäfer-Pikmin zurück. Das habe ich ja schon vorhin bei dem Missgeschick gesehen. Sehr schade. Aber so ist es wohl. Höhle erforscht! Und diesmal mit allen Schätzen. Juhu! Sorry nochmal für den Fail von vorhin, aber... Ich habe da wieder mal nicht drauf geachtet. Ob es ein Geysir war oder nicht. Kann ich versprechen, dass das das einzige Mal sein wird, dass das passiert. Wir haben noch einiges vor uns in diesem Spiel und es wird immer, immer härter. Das zeigt sich aber auch in unserer Bilanz. 90% der Schulden sind beglichen und wir können diesen Tag eigentlich jetzt vorzeitig beenden, weil wir haben alles, ne? Wir haben alles. Fertig. Nächstes Mal geht es jetzt zurück zur mythischen Quelle. Und das kann nur schlimmer werden. Juhu. Aber jetzt freuen wir uns erstmal, trotz der massenhaften Tode, die wir zu verschmerzen haben. Muss mal gucken, wie die Population aussieht. Aber, boah, das war jetzt schon wirklich krass.
Konnte man aber auch wirklich nicht viel machen, oder? Ich bin der Meinung, bei den anderen Bossen, da konntest du durch Skill ein bisschen was verändern, aber... Also, in dem Bossraum bist du doch zum Sterben verurteilt. Was willst du denn da sonst tun? Es geht ja gar nicht. Man kann vielleicht das Versteinerungsspray spammen, ja, aber ihr habt alle gesagt, bei den Bossen bringt das nichts, dann macht man kaum Schaden. Also, das kann es dann ja auch irgendwie nicht sein. Ja, sieht böse aus. Alter Falter. Das tut richtig weh. Jetzt müssen wir tatsächlich mal Pikmin farmen. Olima, bald dürfen sie sich Manager nennen. Es bleibt nur noch eine kleine Schuld. Sie waren großartig, wie auch ich. Niemand entgeht den Arsgeiern, wie ich es tue. Ja, wir haben alle noch viel von ihnen zu lernen. Und ihr habt in erster Linie zu lernen, den Daumen hoch dazulassen. Gönnt!